Herzlich willkommen zum zweiten Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Folgen. Nachdem wir im ersten Teil uns vor allem mit dem Folgenbefehl an sich beschäftigt haben, wollen wir nun Folgen nicht nur in Form einer Liste von Zahlen, wie hier im Algebra-Fenster, anzeigen lassen, sondern als Punkte. Ich habe mir diesmal vorgenommen, eine geometrische Folge darzustellen. Hier ist die Formel dazu. Und dann gehen wir gleich mal in die Eingabezeile und fangen an zu tippen. Wir nutzen die Hilfe mit der Taste F1, um nochmal den Folgenbefehl anzuschauen. Ausdruck, Laufvariable, Startwert, Endwert. Als Ausdruck möchte ich gerade hier die Formel hier oben verwenden. Allerdings, bevor ich sie nutzen kann, muss ich ja die zwei unbekannten Parameter A1 und Q vorher festlegen. Wenn die nicht bekannt sind, kann ich sie auch nicht verwenden. Nachträglich geht das nicht. Ich lege mir dazu zwei Schieberegler an. Durch die Schieberegler kann ich die Werte nachträglich leicht variieren, um zu sehen, wie sich die Folgenwerte der Folge verändern oder wie sich das auswirkt auf die Folgenglieder. Und einen zweiten für Q. Okay. So, und wenn die jetzt bekannt sind, dann kann ich sie natürlich auch anwenden. A1 mal Q hoch n minus 1. So, meine Laufvariable wird das n sein, denn ich möchte ja verschiedene Folgenglieder für die unterschiedlichen n berechnen lassen. Also n und sagen wir mal 10 Folgenglieder, also von 1 bis 10. So, ich habe nun wieder erst nur eine Liste von Zahlen. Wir gucken, ob die Parameter sich richtig auswirken. Da passiert also etwas, damit scheint also meine Definition richtig zu sein. Allerdings sehe ich immer noch keine Punkte. Wir klicken nochmal die Liste an und drücken die Taste F3, um den Befehl wieder in die Eingabezeile zu bekommen. Erinnern wir uns dran, wir wollen Punkte darstellen, also brauche ich ja einen X- und einen Y-Wert. Üblicherweise macht man das so, dass man als X-Wert das N, also die Nummer des Folgengliedes, verwendet. Und das mache ich hier auch. Ich fange an mit einer runden Klammer und gebe n, ein. Damit lege ich fest, dass das der x-Wert ist und der y-Wert ist meine Formel für das n-te Folgenglied. Ja, und damit habe ich meine Punkte. Man kann sie zurzeit schlecht sehen, aber wenn ich die Parameterwerte etwas verändere, kann man den Verlauf der geometrischen Folge recht gut erkennen. So, nun möchte ich Ihnen noch eine zweite Möglichkeit zeigen, wie ich so eine geometrische Folge darstellen kann. Hier habe ich ja in meinen Folgendefinitionen die Folge direkt angegeben. Das ist halt je nach Folge ein etwas größerer Ausdruck. Man kann das ein bisschen anders machen. Dazu definiere ich mir eine Funktion. Ich nenne sie a, die ich von einem Wert x abhängig mache. Ich kann hier keine Funktion a von n verwenden. Das verbietet GeoGebra in der vorliegenden Version 3.2. Und hier tippe ich im Prinzip meinen Folgenwert ein, so wie vorher. Nur, dass ich anstatt n eben x verwende. Ups. So. Die Funktion, die ist jetzt durchgezogen dargestellt als Linie. Da ich sie nicht anzeigen möchte, sondern ja eine Folge darstelle, mache ich sie unsichtbar, indem ich hier vorne auf diesen Punkt klicke und ändere jetzt die Definition meiner Liste. Ich lösche den Ausdruck hier vorne einfach mal ganz. Auch jetzt möchte ich ja wieder einen Punkt haben und der x-Wert ist immer noch mein n. Aber ich kann jetzt verkürzt schreiben für den y-Wert a von n.
und bekomme dann den entsprechenden Folgenwert für n. Ja, das hat sich überhaupt nicht verändert. Warum auch? Es ist ja das Gleiche. Das Interessante daran, dass ich hier eben durch eine Funktion das Ganze etwas trennen kann. Ich muss nicht die Liste selber bearbeiten, sondern kann mich auf die Funktion konzentrieren. Das ist für Schüler vielleicht manchmal etwas einfacher. Soweit zum Teil 2 zu unserem Videotutorial zu folgen. Weitere werden folgen, denn Folgen bieten noch einige Möglichkeiten. Viel Spaß beim Ausprobieren!